Willkommen zurück in der Zombie Black Ops Story Kampagne. Ich spiele jetzt mal mit der Maus, weil ich einfach mal gucken will, wie sich das so anfühlt. Aber jetzt haben wir eh, glaube ich, erstmal ein Gespräch. Sie waren jedenfalls nicht froh, uns zu sehen. Sie reden ja, als hätte ich damals eine Wahl gehabt. Wir hatten wenig Zeit. Sie mussten unbedingt reden. Mit dem Wahrheitsserum würden Sie sich entspannen. Bereitwilliger reden. Hendrix schickte uns hinaus. Er fragte nach Taylor und Deimos. Er wollte, dass sie die Punkte verbinden. Und ich sagte ihm, dass Deimos sie kontrollierte. Ihr Freund Bishop hatte recht. Es gab ein Gehirn, das die Untoten manipulierte. Es war Deimos. Deimos erkannte, dass er auf das DNI von Leuten zugreifen konnte, um sie zu besitzen. In ihnen zu wohnen. Er musste sie nicht verwandeln. Als wären es Marionetten. Die Untoten sind ohne Verstand. Aber Taylors Team, Gojulan, jeder mit einem DNI, sie wurden Wirte. Sie waren Sklaven seines Willens. Hendrix wollte wissen, wieso. Wir beide wollten es. Viele Jahre lang hatte ich Deimos und seine Dimension studiert. Das Malum. Einen Ort unsagbaren Übels. Er war zur Erde geholt worden. Zufällig aus seiner Existenz gerissen. Er war hier gefangen und sah seine Chance. Die Menschheit zu versklaven und einen unheiligen Krieg gegen Dolos zu führen. Die Halbgöttin. Seine Schwester. Das war es? Wir waren nur Schachfiguren? Unsere gesamte Existenz war nur... Ein Bauer in einem Spiel, in einem Universum, das größer ist, als Sie ahnen. Die Menschheit ist ein Ameisenhaufen. Deimos und Dolos sind zwei Kinder, die um eine Lupe kämpfen. Aber Hendrix war verzweifelt. Er wollte wissen, wie man Deimos tötet. Sie sagten ihm, das ginge nicht. Wie tötet man einen Gott? Gar nicht. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, seine Kontrolle über die Untoten zu brechen, damit Professor Bishops Serum wirkte, war, ihn zurück ins Malum zu schicken. Und dafür muss man das Portal öffnen. Genau wie wir es jetzt tun, indem wir durch ihre Erinnerung reisen. Ah, okay, jetzt wird der Hintergrund mal ein bisschen klarer. Ist übrigens sehr witzig, wenn man hier weit weg genug von den Displays ist, dann sind die nicht mehr richtig dargestellt, sondern nur noch so eine verdunkelten Flächen leuchten die nicht mehr. Aber nur die kleinen Displays. So. Und jetzt die Battleship oder Battlefront? Nee, Battleship. Battlefront ist das mit Star Wars. Die Battleship-Kugel. Oh. Aua. Der Angriff auf Ramses begann. Die Basis wurde überrannt und wir schuldeten Kalil noch was. Jetzt mussten wir die Untoten zurückschlagen. Moment mal, wo ist denn meine Waffe? Was habe ich denn hier für eine alberne Waffe dabei? Ja, so geht's auch. Ach stimmt, das ist ja jetzt gar nicht gegen die Roboter, sondern gegen die Zombies. Hab da vergessen. Da war ja was. Jetzt erstmal komplett wieder umdenken. Der hatte sich aber so ein bisschen eingefroren. Bäh. Körperteile, seid doch nicht so abgefallen. Habe ich genug Munition? Ja, das reicht erstmal. Ach, schau mal, hier helfen sogar die Bauarbeiter mit. Boah. Uah. Das ist total umdenken. Stimmt ja, das ist ja Zombie. Seit der letzten Session eine kleine Pause gemacht und natürlich wieder viel zu tun gehabt. Dummerweise nichts, was mit Spielen im Sinne von Spielen zu tun hat, sondern mit Arbeiten im Sinne von Spieler arbeiten zu tun hat. Was leider nicht immer ganz so cool ist. Das ist schon cool, aber ganz Tag Spiele spielen wäre natürlich cooler.
Was übrigens nicht der Job bei der GameStar ist, auch wenn das viele irgendwie scheinbar immer glauben. Boah. Ach, das ist das Flugzeug, was da durchkommt. Ja, komm her. Boah, ey. Was ist denn jetzt los? Total raus. Was natürlich jetzt total ungewohnt ist, ist, dass man selber zielen muss. Also man kann natürlich mit der Maus theoretisch besser zielen, aber wenn man so ein Spacko ist wie ich, der doch verhältnismäßig selten inzwischen Shooter noch mit der Maus spielt, weil er so ein bequemes Couchkind geworden ist, dann ist man das gar nicht mehr so doll gewohnt. Oh, haben die verschiedene Kaputtgehphasen von den Köpfen. Das sah eben gerade so ein bisschen so aus. Naja. Wow, wow, wow. Ach stimmt, ich kann ja auch nicht vor denen weglaufen. Das ist ja, das, also was ist denn, also... Körperteile, hallo. Das ist ja totaler Quatsch. Ist das eine Ungewöhnung? Aber macht auch wieder ein bisschen Spaß, mit der Maus zu spielen. So ist ja nicht. Na komm, gib mir... Oh, was ist... Nee, den Granatwerfer. Ach, na komm. Hä? Wo habe ich den dann aber? Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie die Tasten sind bei dem Spiel. Also bei der... Naja. Nehmen wir die mal als Standard mit. Wow. Was machen denn die gelben Köpfe nochmal? Ach, die frieren alles ein. So rum war's. Oh, ich will diese Kugel haben. Geil. Kämpft die jetzt für mich? Die muss doch jetzt hier irgendwo... Ja. Da rollt sie. Sehr schön. Was das für eine Umgewöhnung ist. Ich habe den Level nur letztens mal ausprobiert. Wegen der Hardware-Geschichte. Aber eben dann im normalen Spiel. Sowohl auf der... PlayStation 4, glaube ich. Als auch auf der Xbox One. Und dann halt auch nochmal... Das stirbt doch hier gerade weg, oder? Ja. Dann halt auch nochmal auf dem PC. Und da bin ich natürlich total so reingegangen, wie man das Ding in der Dings spielt. In der Solo-Kampagne. In der Story-Kampagne, so rum. Boah. Ach, das sieht schon echt immer wieder cool aus. Also. Habe ich denn meinen. Ja. Den habe ich. Ach, schön, ihr kommt hier gar nicht ran. Ja, ein bisschen Muni mit. Danke. Wie ist der Nahkampf? V. Schön. Also inzwischen ist hier voll der Götterkrieg ausgebrochen, beziehungsweise teilweise auch Halbgötterkrieg. Was ist denn das Geiles? Nicht vorbereitet auf den Angriff. Keine Ahnung, wie die Toten reingekommen sind. Ein verlassener Tunnel, ein infizierter Zivilist oder die Vultures ließen sie durch. Aber letztendlich war das auch egal. Die ägyptische Armee meldete sich über Funk. Das war die größte Horde, die sie je am Bahnhof gesehen hatten. Wenn wir sie aufhalten wollten, mussten wir den östlichen Kontrollpunkt verstärken. Eine enge Passage, durch die die Toten kommen mussten, auf dem Weg zum Ramses. Hier stand wohl mal ein Tisch und haben sie ein paar Objekte nicht wieder rausgenommen, nachdem das hier alles zusammengebrochen ist. Kairo. Die ganze Stadt brannte. Abgesehen von der Armee und vereinzelten versteckten Zivilisten war sie von Toten überrannt. Er sprach es nicht aus, aber ich hörte es in seiner Stimme.
Khalil wusste, das war der letzte Kampf. Wenn sie unterlagen, wäre die Stadt verloren. Wir folgten ihm. Immer noch cool, mit dieser Alternativgeschichte. Immer noch eine super Idee. Die Untoten rückten zum östlichen Kontrollpunkt vor. Ein Angriff auf den Ramses-Bahnhof. Die ägyptische Armee hatte Sprengsätze unter der Straße platziert. Aber wir mussten zuerst noch ein paar Stützpfeiler zerstören. Dafür hatten wir den Stachelwerfer. Sie sprachen von seiner Verzweiflung, seiner Erkenntnis der Sinnlosigkeit. Und dennoch blieb er. Er blieb und kämpfte. Was hätte er sonst tun sollen? Wenn wir nicht heute starben, dann halt morgen. Oder den Tag danach. Wir hatten verloren, als Diaz die Quarantänezonen öffnete. Als Deimos unsere Dimension betrat. Der Tod würde uns so oder so alle holen. Trotzdem wollten wir kämpfen. Und es galt, einen Kontrollpunkt zu verteidigen. Es war ein simpler, direkter Plan. Aber unser Vitol wurde vom Himmel geholt. Die mobile Blockade fiel schnell. Da schossen nicht nur die Untoten auf uns. Kairo war ein Niemandsland voll mit Untoten, abtrünnigen Robotern und Plünderern. Alle näherten sich unserer Position. Wenn das klappen sollte, hatten wir keine Zeit für Spielchen. Ich nahm den Stachelwerfer und Kane im Hauptquartier sollte die Stützpfeiler orten, um sie zu sprengen. Wie cool das wirklich funktioniert mit den... Das ist doch ein Granatwerfer, oder? mit den Voice-Overs. Also auch das hier wieder alles mit dem, ja, und dann stürzte der ab. Und natürlich stürzte er dann ab, aus anderen Gründen als ursprünglich gedacht. Aber es funktioniert auch hier. Na, Leuchti. Leuchti-Bär. Zack. Zielen lohnt mit der eigentlich gar nicht. Ja, ist hier noch einer? Nein. So, wo waren denn die Stützpfeiler? Der erste ist doch irgendwie hier drüben, oder? Okay, also E ist, ist es nicht. Das ist die Fähigkeit. Ah. Vielleicht vorher mal in die Tasten reingucken sollen. Also es war die 4. Nehme ich. Ah ne, muss ich mit F machen. Oh, schnell weg hier. Und kaputt. Danke. Ah, da vorne geht's weiter. Wie die. Ach, das sind das Gestorbene, die dann wieder belebt werden. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Hier schießt doch irgendwie so ein. Ja, 2-1 Streich. Ja, aber es bringt ja eh nichts. Es werden ja eh nur mehr. Also. Weg hier. Das ist der einzige Vorteil, sie sind nicht so wahnsinnig schnell. Komm schon. Danke. Ui. Cool. Zu cool, um hinzugucken. Too cool to watch. Hier oben ist gar nicht so schlecht. Können sie zumindest nicht rein. Ich kann mich mal um die Flugviecher kümmern. Kommt halt mal her. Danke. Wow. Was war denn das? Oh. Muni. Hat das noch gereicht? Ja. Schon. Und
Boah, wie wenig halte ich denn aus? Was ist denn da los? Soll ich mal wieder ein bisschen warm spielen erstmal. Oh nein, nein, nein. Danke, hat noch gereicht. Na, wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Nein, lass mich in Ruhe. Ist auch voll komisch. Ich habe gerade total das Gefühl, als hätte ich die vorherigen Folgen auf einer Konsole gespielt. Ich weiß nicht warum. Ist ja eigentlich Quatsch, aber irgendwie. Irgendwie fühlt es sich total so an, als wäre das jetzt hier hohe Auflösung und hübschere Grafik, was ist denn da los? Aber das ist ja Unsinn. Ich weiß nicht, wo es herkommt. It's a little bit funny. Boah. Wir sprengten den letzten Stützpfeiler. Wir mussten zurück hinter die Mauer, um die Straße hochzujagen. Aber doch nicht hinter die Mauer. Da kommen wir doch her. Unser Mann am Auslöser war getroffen. Ich musste rauf und zünden. Ich sagte Hendrix, dass ich Zeit brauchte. Gut, dass Hendrix uns noch Deckung gab. Khalil dankte uns. Er dachte, sie hätten noch eine Chance. Sie ahnten nicht, was geschehen würde. Das ägyptische Kommando teilte uns mit, dass ein Plünderer ein Loch in den Safia-Platz gesprengt hatte und die Untoten reinkamen auf dem Weg zum Ramses. Ich sagte Khalil, wir würden uns drum kümmern. Und das taten wir dann auch. Magische Kiste, schauen wir mal. Ja, schon allein für die nette Skin. Nehmen wir die mal mit. Was leuchtet denn da durch die Wand durch? Hä? Was ist denn das? Komisch. Ach stimmt, die Straßenschlacht gab es ja auch noch. Die selten hässliche Straßenschlacht. Ja, wo so hässlich ist gar nicht. Aber irgendwie, weiß nicht. Ich finde das Level-Design ja eh nicht so gut im Spiel. Also, ich finde es ein bisschen. Das ist zwar sehr lang, das Spiel, aber das Level-Design ist nicht so wirklich toll. Da hätte es ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr Aufregung für mich auch getan. Aber, um Gottes Willen, ist alles immer noch im Gutbereich. Überhaupt kein Problem. Nicht mehr gewohnt, Tasten zu drücken und dann schnell zu zielen, also Maustasten. Komisch. Was ist denn das jetzt? Boah. Haut ab, ihr blöden Viecher.
Na, wo seid ihr? Da seid ihr. Was war denn das? Ist irgendwer da hinter mir? Nee. Ja. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr Konsolenkind inzwischen. Zumindest bei solchen Sachen. Dass ich dann wahrscheinlich doch lieber mit dem Gamepad spiele. Zumindest bei diesen schnellen Shootern. Obwohl ich letztens kurz mal eine Runde Titanfall gespielt habe und da erstaunlich gut klargekommen bin. Also mit Maus und Tastatur am PC. Andererseits mit ich spiele jetzt wieder mit dem Gamepad. Mit dem Dings bin ich gar nicht klargekommen mit dem Battlefront auf dem PC. Das fand ich total doof, weil... Aber es ist auch total normal, weil da waren jetzt immer schon diese ganzen Cracks, die innerhalb von 5 Minuten die Spiele in- und auswendig können, drin. Und da sieht man dann überhaupt kein Land. Und dann macht mir so ein Spiel auch ganz schnell überhaupt keinen Spaß mehr. Ach, der Goldene verbindet das sogar. Der hält die Zombies an. Und er macht sie zerstörbar mit einem Schuss. Danke. Ach, die Flugdinger sind noch da. Hallo, nicht den Kopf in die Wand stecken. Wenn jetzt die Drohnen eingreifen könnten. Dieses komische Dead-System dürfte es doch gar nicht mehr geben. Wieso rennen da immer noch die Drohnen rum? Das ist doch Quatsch. Mein Gott, spiele ich schlecht. Ach, ich behalte jetzt mal die große. Das große Ding. Ich könnte ja mal die andere Seite lang gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich aus Flex die Dings entlang gegangen bin. Die rechte Seite. Geht ja auch hier lang. Und hier ist irgendwie viel weniger los. Ah! Ja, aber es hilft nichts. Rausspringen. Mein Gott. Es tut mir leid. Das ist jetzt hier nicht gerade die schönste Zuschauerfolge, glaube ich. Hallo. Was war das denn? Direkt vor dem gestanden. Strange. Oh, was war denn das gerade? Kann man hier durch die... Ah, man kann hier durch die Grafik glitschen. Sehr schön. Warum auch zu viel Kollisionsabfrage? Braucht keiner. Kollisionsabfrage braucht kein Mensch. Sag mal, die werden doch immer noch mal wieder reingespawnt. Kann mir doch keiner erzählen. Zack, Ohrfeige. Und du auch noch. Und du sowieso. Jetzt mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Oh, was ist denn hier für eine schöne Statue? Das ist doch so ein bisschen, wie heißen die denn, diese ägyptischen, die alten ägyptischen Götter? Beziehungsweise die Goa'uld bei Stargate. Was ja auch wieder passt, wenn man bedenkt, dass hier dieser Stargate-Typ drin ist. Ist auch geil. Die Zombies rennen hier an meiner kompletten Truppe vorbei. Na, hat's noch gereicht? Nee, nicht mehr gereicht. Ah doch, da ist meine Kugel. Oder rollt sie doch noch irgendwo? Ah ja, irgendwo da rollt sie. Komm, gibt Munition. Jetzt gehen wir den Weg auch mal links lang. Ja, mal kurz reingucken. Ja. Auch in der Zombie-Apokalypse darf man nicht vom rechten Pfad abkommen. Na klar, Killer-Roboter haben wir auch noch. Die vertragen aber zum Glück nicht so viel. Aber ich vertrage ja auch nichts. Schnell weg. So, na, was gibt's hier noch? Irgendwas Spannendes? Nö. Ich muss mich vielleicht auch gar nicht so irre immer mit den ganzen Viechern auseinandersetzen. Ich mach's jetzt mal anders. So. Ja, das hat nicht funktioniert.
Machen wir den alten, ich versuche durchzurennen, Trick. Der offensichtlich mit Zombies sehr, sehr gut zu funktionieren scheint. Schnell zur nächsten Skriptsequenz. Aber ja. Jetzt ist der natürlich dieser blöde Hendrix nicht nachgekommen. Standen die Roboter da auch? Nein! Oh, was ist das? Ach, das ist ein Boni. Nee. Wo ist denn Hendrix? Haha, das war ein bisschen knapp. Ah, da kommt er. Dankeschön. Na komm. Ja. Ohne Kopf nix los. Ich half Hendrix, die Vitor-Luke zu öffnen. Ich hörte Schreie. Da drin war noch jemand am Leben. Sie wollten den Mann retten? Seine Chancen standen sicher nicht gut. Sie sagten selbst, dass niemand lebendig entkommen würde. Ist das denn wichtig? Ich schätze, Khalil änderte meine Meinung. Wir waren nur noch so wenige. Wenn es eine Chance gab, nur eine geringe, ergriff ich sie. Seltsam. Obwohl ihre Chancen so schlecht standen, wollten sie ihm helfen. Hoffnungslos klammerte er sich ans Leben. Und sie wollten ihn retten. Das war am Ende doch unwichtig. Er überlebte nicht. Es würde nicht lange dauern, bevor er sich der Horde anschloss. Keine Zeit, um zu trauern. Wenn ich das tat, würde ich ihm folgen. Und wir waren noch nicht bereit, aufzugeben. Der Saphir-Platz war total verwüstet. Untote, abtrünnige Roboter. Da wollte wirklich jeder ein Stück von unserem Arsch. Diese Anzeige neu? An dem Vieh oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, ich bilde mir das ein. Ich bilde mir so viele Sachen ein. Was aber tatsächlich ein bisschen anders aussah, müsstet ihr vielleicht mal nochmal in die Aufnahmen von der Story-Kampagne reingucken. Es gab ja irgendwie jetzt nach dem Release die Diskussion von wegen, ob sie ein Update drauf gemacht hätten, was zwar die Performance verbesserte, aber auch ein gewisses Grafik-Downgrade bei den bei den Texturen brachte. Und eben gerade als der da so in dieser Nahansicht war und man den Anzug von dem abgestürzten Piloten so gut sehen konnte, da sahen die Texturen, also sie sahen schon im Original da an der Stelle nicht gut aus, weil es ist ja hier alles nur auf hoch gestellt, nicht auf, ach Mist, nicht auf, nicht auf sehr hoch. Aber da sahen die schon nicht so richtig gut aus. Und jetzt sahen sie ehrlich gesagt noch schlechter aus. Jetzt kommen natürlich die Zombies von überall noch. Ich werde verrückt. Ein Bonus! Hau ab! Gib mir das Bonus! Was ist es für ein Bonus? Wie aktiviere ich nochmal die Boni? Der blöde Schwarm, oder? Ah ja. Die Schultertasten links, rechts. So, komm her. Oh, jetzt kommen sie natürlich alle. Komm schon. Oh!
Ja, ich höre sie doch schon. So, ein bisschen Munition. Ui. Nein, 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 nein. Ja, haut schön ab hier. So. Hier war doch noch irgendwo eine Drohne. Wo war die Drohne? Da sind sogar zwei Drohnen. Komm her. Okay. Bitte lass ihn explodieren. Ja, geht doch. Das Dumme ist, dass jetzt noch zwei kommen, oder? Ja. Oder kommt der eventuell gar nicht? Aber ich glaube schon. Das werden sich nicht nehmen, die Szene hier noch in die Länge zu ziehen. Dauerte nicht lange, bis die Walschaster eine zweite Art. Ja, klar. Na, immerhin machen sie die Statue kaputt. Jetzt für eine Anzeige? Also irgendwie habe ich was nicht mitbekommen. Die Fähigkeit kann ich doch auch nur auf Zombies oder Menschen anwenden. Also davon ist das nicht. Und wieso? Ach, die war schon beschädigt. Stimmt, so war das. Die hatte schon kein Schild mehr. Ja, danke. Thank you very much. Hau ab. Naja, immerhin kann man sich alles nochmal schön angucken. Das ist doch auch was wert. Meine Damen und Herren, Schauwerte. Schau an. Dauerte nicht lange, bis die Walschaster eine zweite ASP abwarf. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, ihr Nervis. Vogelnervis. Ach, im Notfall ist ja hinten noch eine Munitionskiste. Das ist ja sehr angenehm. Rufen die Sam oder was rufen die? Dauerte nicht lange, bis die Walschaster eine zweite ASP abwarfen. Komm her. Dass die so gefährlich sind, die Viecher. Vielleicht werden die deshalb so markiert, weil die einen so schnell umbringen können. Oder hat der Kollege Stefan, dessen Account das hier eigentlich ist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine fehlerhafte ASP ankommen und einfach alles und jeden ausschalten würde. Und zufällig dieses Gefahrending aktiviert. Nee, das ist die Ansicht. Wie war denn das nochmal? Wie aktiviert man denn nochmal diese komische Gefahrensicht? Hier ist der Raketenwerfer, das ist Quatsch. Die gibt's doch gar nicht in dem Modus. Merkwürdig. Stimmt, die funktionieren ja gar nicht.
Bleib mal bei der Waffe. I. Ich würde sagen, irgendwas bewegte sich doch da. Ja, so viel zum Thema. Ich bleib mal bei der Waffe. Vielen Dank. Hau rein. Und hau noch mal rein. Und hau noch mal rein. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum wollte er denn da jetzt nicht zielen? Zweiter Versuch. No, 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 no. Ah. Also, hätte das nicht weiterspielen dürfen. Bin überhaupt nicht warm. Beziehungsweise man darf keine Pause machen. Einfach stundenlang weiterspielen. Eine fehlerhafte ASP ankommen und einfach alles und jeden ausschalten würde. Bis man bekloppt wird. Ja, so viel dazu. Na, wo seid ihr alle? Komm, jag dich hoch. Dass sie dann nicht wenigstens auch den Anstand haben, sich in die Luft zu jagen, die Schweine. Was ist das? Ach, das ist Reinstürmen. Was soll ich denn damit? Was war das nochmal? Ach, erhöhte Beweglichkeit. Och ja, klar. So, komm schon. Ach. Dass er nicht rennen will. Zwischendurch hat er immer wieder so eine Macken, dass die Figur nicht losrennen will. Dabei kann sie doch. Also rennen kann sie ja nur wirklich die ganze Zeit. Ihr Zombies nervt. Das merkt man jetzt aber echt, dass man die anderen Spieler bräuchte, die sich ein bisschen um die Verteidigung kümmern. Also die einem ein bisschen den Rücken frei halten würden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine fehlerhafte ASP ankommen und einfach alles und jeden ausschalten würde. Kommt ja auch ewig Nachschub von denen. Ich weiß auch nicht genau, ob diese komische Anzeige, das blinkt glaube ich immer, ich kann da Dauerfeuer drauf halten. Das macht keinen Unterschied. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nur funktioniert, wenn ich, wenn sie blau leuchtet. Oder ob das am Ende des Tages total egal ist. Spring doch raus, deine bescheuerte Aufladeanzeige war doch aufgeladen. Mann, ey! Was für ein Dreck. Fickt euch weg, ihr Wichser. So, jetzt mal anständig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine fehlerhafte ASP ankommen und einfach alles
und jeden ausschalten würde. Ja, das zweite krieg ich schon gar nicht abgefeuert. Nee. Komme ich denn da hoch? Nee, da komme ich auch nicht mehr rein. Kann ich mich hier aufstellen? Boah. Ja, jetzt kann ich den nicht sehen. Moment, aber ich kann mich ja hier oben aufstellen. Ja. Oder auch nicht. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Wenigstens hier stehen. Alte Walking Dead Logikfrage, wenn die Zombies nicht klettern können, warum, wenn die schon noch intakte Häuser haben, reißen sie nicht einfach die blöden Treppen in den Häusern raus, bauen Leitern ein und haben dann zumindest den Teil schon mal sicher. Ja, ich hab's verstanden, der Schild ist super, super schnell. Aber irgendwo hochzuspringen auf die Idee, hätte ich mal früher kommen können. Ja, Gott sei Dank. Oh. Wir hatten den Platz gesichert, aber etwas war faul. Ich konnte es hören. Was hörten Sie? Gar nichts. Und da lag das Problem. Es dauerte einen Moment, bis wir begriffen, was los war. Etwas hatte das Dead-System zerstört. Einer der Plünderer oder vielleicht ein defekter Zweifüßler. Wir sahen Verstärkung einfliegen, aber es war zu spät. Khalil kontaktierte das ägyptische Kommando, aber wir hörten nur Schreie. Der Ramses-Bahnhof war in den Händen der Untoten. Ba-ba-ba-ba! Ins Freie. Khalil. Seine Sollbruchstelle war erreicht. Der Blick war eindeutig. Der Blick der Niederlage. Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Man versucht Mitgefühl und spendet Trost, völlig egal. Khalil hatte genug. Er war müde vom Kämpfen, müde von jedem weiteren Rückschlag. Wie könnte er einen so zerstörten Ort wieder aufbauen? Dann kontaktierte Kane uns. Sie kannte jetzt die Position von Sarah Hall, die auch in Taylors Team war. Ihr Signal tauchte wieder auf. Wir hatten sie bis Kebeshe verfolgt, in die Sandruinen von Kairos Gartenstadt. Ich sagte Khalil, sollte auch nur ein Funken Hoffnung bestehen, Hall zu erwischen und Taylor zu finden, müssten wir es versuchen. Sollten wir es schaffen und einen Weg finden, Deimos zurück ins Malum zu schicken, könnten wir alles ungeschehen machen. Und Hendrix? Er verlor seinen Verstand. Ich wusste noch nicht, was sein Verhalten antrieb. Er wollte Hall nicht suchen. Ich sagte, er hätte keine Wahl. Das hat ihm nicht gefallen. Er hat sie angegriffen. Ich sagte doch, er war das nicht. Er hatte diesen Blick in den Augen. Wie Gosholan, wie Maretti, wie Diaz. Er glaubte nicht an diesen interdimensionalen Schwachsinn. Und warum sollte er? Was hat er ihnen gesagt? Salim lügt. Er dachte nicht, dass das Öffnen des Portals uns retten würde, sondern zerstören. Das ist falsch. Das ist alles falsch. Sie sagten, dass das Öffnen des Tors die Menschheit retten würde. Dass wir Deimos nur so besiegen und ins Malum zurückschicken könnten. Aber das Öffnen des Tors lässt die Mächte des Bösen durch, um die Erde zu erobern und uns zu versklaven. Moment. Wir sind uns nie beim Ramses-Bahnhof begegnet. Sie haben mich belogen. Ganz ruhig, mein Kind. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Wir haben Khalil nach ihnen gefragt und er sagte, sie seien tot. Und das schon eine Weile. Ich sah sie sterben, als ich bei Hall war, in ihrem Geist. Sie zeigte mir die Wahrheit. Wer sind sie wirklich, Doktor? Okay, da stimmt jetzt irgendwas mit dem Ton nicht.
Irgendwie ein kleines Versatzstück war da nicht in Ordnung. Deimos wollte das Portal öffnen. Er brauchte die Dämonen des Malums, um die Erde für den Kampf gegen Dolus zu versklaven. Wir kannten seinen Plan nicht, aber wir hatten Sarah Hall. Ihr Signal führte nach Kebeshe. Fanden Sie es nicht seltsam, Ihr Signal zu empfangen? Nach so vielen Jahren? Wir hatten keine Zeit, es zu hinterfragen. Aber durch sie konnten wir Taylor finden und Deimos Plan aufdecken. Wir rechneten nicht mit einer Falle. Sie wartete schon. Sie wusste, dass wir kommen. Deimos benutzte Taylor zum Öffnen des Portals. Um ihn zu finden, mussten wir Hall ausschalten und uns mit ihr verbinden. So, ich glaube, den Bosskampf mache ich dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann!